da muss das ultimative Böse wieder Handarbeit leisten, weil sie die Hälfte liegen lassen. Unsere Helden in Strumpfhosen. Gut, die erste tickende Zeitbombe ist da, es ist schon mal was Gutes. Bier sollte da hinten jetzt auch mehr als genug produziert werden. Wie sieht's hier aus? Nein, ich will. Ach, lass ihn los! Die Falle ist erforscht, das heißt, wir könnten uns damit zur Teergrube machen. Und zur Verantwortung. So, ein Pferdrescher, 4 Kisten. Und so könnten wir dann hier nochmal ein bisschen Platz machen, dass die Jungs, die so weit kommen, dann hier Spaß mit dem Verdrescher kriegen, den wir genau da in der Mitte platzieren. Und danach kümmern wir uns dann um, ich glaube, noch ein paar Schneeketüren. Türen konnte man doch auch entwickeln, oder? Hier könnt ihr Türen erforschen. Türen. Das Ziel der Rache des blutrünstigen Bösen war Kratos, ein Halbgott. Ein überaus gutmütiger, gute Tatenvollbringer. Schon die Erwähnung seines Namens sorgte bei finsteren Gesellen für einen ekeligen Belag auf der Zunge. Das geht hier zum Glück einigermaßen flott. So, das heißt, hier haben wir gleich, das heißt, das kann auch weg, das kann auch weg, das und das auch. Und dann bauen wir hier gleich auch mal ein paar Türen ein, dass der Dungeon ein bisschen undurchdringlicher wird. So, das sieht doch ganz gut aus. Oh, wir haben Türen, schön. Einfache Holztür. Ich glaube, meine Viecher können die Türen selber aufmachen. So, Teergrube. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Das sieht doch schon mal gut aus. Ah, helfen wir den Viechern wieder zur Hand, weil sie das Gold ja nicht schleppen können. Das ist ja sonst ein Kreuzer haben. Alter, nehmt doch. Mach ich's halt selber. Ja genau, so ähnlich dachte ich mir das auch gerade. So. So, es ist nur die Frage, wie öffnet man die Türen für seine Untergebenen? Nein. Oder sie gehen einfach durch geschlossene Türen durch. Machen wir uns da also keinen Kopf mehr drum. Das heißt, hier kann dann gleich. Haben wir nicht mehr genug Werkzeugkisten?
Im Osten des Dungeons befand sich eine merkwürdige Gesteinsformation. Was es damit wohl auf sich hatte? Was hat er gesagt? Die hier, das wird ein Portal irgendwo hin sein. Aber will ich wirklich wissen, wohin? Zurzeit noch nicht. Und erstmal sollen die hier überall das Gold abbauen, was hier noch tonnenweise rumliegt. Damit wir hier in aller Ruhe Zahltag. Solche Zahltage zum Beispiel überstehen. Und dann gehen wir mal mit unseren Jungs nach draußen. Und gucken ein bisschen, was hier am Bach ist. So. Nun ja. Ganz ehrlich? Hoffentlich hat niemand Arachnophobie. Ein Spinnennest wurde entdeckt. Na, wo ist denn wieder? Dann holen wir mal ein paar Ochse. Die sich mal ein bisschen um die Spinnen kümmern können. Das macht ihr schon. Hm, es sind Feinde in eurem Dungeon. Ganz Zucker, Türen, die noch nicht gebaut wurden. Kümmert euch mal um die Seppel da. So, ich bewege mich mal kurz ein Stück. Hingesetzt, ein bisschen bewegt. So, dann müssen wir mal schauen, dass wir hier so langsam aber sicher dann auch zu Potter kommen. Oh. Es ist Zahltag. Im Untergrund lag ein mysteriöser Schrein, der derzeit noch nicht nutzbar war. Da so etwas für unterbezahlte Grafiker Arbeit bedeutete, konnte man davon ausgehen, dass dieser später noch eine Rolle spielen würde. Wird er wohl. So, das heißt, die machen wir schon. Ach, der Schrein hier. Ach nö, da sind schon wieder irgendwelche Spinnen. Naja, dann helfen wir den kleinen Gobbus hier mal das Geld von A nach B zu bringen. Weil sich das ultimative Böse sonst wahrscheinlich auch zu Tode langweilt. So, da hier Gold ist, könnten wir das Gold hier auch noch ein bisschen weiter abernten, würde ich sagen. Ja, das dürfte der Schrein hier sein. Los, hopp, hopp. Faules Gobo. Was können wir noch? Räume verbessern. Schatzkammer 2. Na komm.
Machen wir Upgrade von der Schatzkammer. Das funktioniert soweit. Die werden automatisch wieder verbessert, die Drohnen. Können wir denn Räume, Schatzkammer, Wachstube? Türen fallen. Und ich glaube, bevor uns die Ochse hier auf den Zeiger gehen. Kommt hier noch eine zweite Brauerei hin. Und hier schauen wir mal, wofür sich das hier noch eignet. Außer die Waldfee. Ja, und es lohnt sich langsam. Draußen in den Sumpflanden sah es öde und unerfreulich aus. Keine Gegend, in der Charlie surfen würde. Muss er ja auch nicht. Sagt ja auch keiner. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Zu, Viech. Tja, rafft er sie dahin. Na, wird es klappen oder wird es knapp? Ah, einer kommt durch. Einer? Scheiße, wie viele kommen denn davon durch? Ein paar mehr, würde ich sagen. Ja, ich weiß nicht, was du schon wieder willst. Sieh zu, dass du was für dein Geld tust. Also, es ist genug Gold da zum Holen. Die Bierbrauerei geht auch voran. So. Na, rülps mir glatt einen Ork ins Ohr. Es ist Zahltag. Schon wieder? Also bei den faulen Hunden ist einmal Zahltag und das ist immer, habe ich so das Gefühl. Nur Arbeitstag ist bei denen selten. Naja, Ochse halt. Saufen, Blödsinn machen, sonst nichts tun.
Das erkundungsfreudige Böse schickte seine Truppen erstmals an die Oberfläche. Vor ihnen taten sich die Sumpflande auf. Nun galt es, die Nagas zu finden und zu rekrutieren oder sich alternativ von der eingenisteten Armee der Allianz massakrieren zu lassen. Es war eine schwierige Entscheidung. Also erstmal Karnickel. So, dann schauen wir doch mal, wo die Nagas sind. Das sieht mir nach einem großen Lager der Allianz aus. Die suizidgefährdeten Bösen machten sich auf den Weg in einen heimtückischen Hinterhalt. Ich korrigiere. Ich dachte, dass die Horde einen anderen Weg einschlagen würde, weil hier ein Hinterhalt wartete. Offensichtlich scheint das aber hier jemandem völlig egal zu sein. Jo, ist es auch. Hast du erkannt. Weil erstmal wird hier erkundet und dann schauen wir weiter, was es hier noch gibt. In der Ferne konnten die Kreaturen des ultimativen Bösen ein massives Steingebäude ausmachen. Ein Tempel der Nagas? Offenbar gab es im Norden dazu einen Zugang. Die Horde setzte sich dorthin in Bewegung. Naja. Die Horde, naja. War noch so ein Nichtsnutz. Ach, da kommen auch noch welche. Kommen wir morgen erstmal die da hin und dann nehmen wir die anderen und dann gucken wir mal auch erstmal den einen da. So, mosch zu nieder ist die Viechers. Die scheiß Gutmenschen, den hauen wir jetzt mal ordentlich an auf der Glocke hier. Und schauen, wie das dann so vorangeht. Ah, das sind die. Okay, dann können wir uns jetzt um das ganze Pack kümmern, was hinterher geschlichen kam. Und wir haben jetzt zumindest schon mal einen Teil des Gebiets für das Böse wieder zurückerobert. So, und jetzt haut den letzten noch auf der Oma, aber richtig. So, Richtung Norden zu den Nagas. Mal gucken, was uns da noch alles an Gutmenschenvolk über die Füße läuft. Wahrscheinlich noch ein paar. Konnte die Armee des ultimativen Bösen den Tempel überblicken. Dort sah es für wahr nicht gut aus für die Nagas. Kroltos selbst, dieser ekelerregend grundgute Held, führte die Allianz in die Schlacht und zwang die Schlangenwesen zum Rückzug. Erst mit seinem Tod würde der Tempel wieder in die Hände des Bösen fallen. Das ließe sich arrangieren. Ja, wenn wir dafür nicht immer quer durch die Allianz müssten und so. Die Truppen des ultimativen Bösen stießen auf eine Patrouille der Allianz, die einige Nagas gefangen hielt. Natürlich machten sie sich sofort daran, die verhassten Helden zu zermalmen. Ach ja, und nebenbei könnte man dann natürlich auch diese Nagas befreien. Ja, machen wir auch. Aber erstmal schalten wir hier alles aus, was rumfleucht und kreucht, bevor wir die Nagas befreien. So, das hätten wir dann hier auch gleich, dass der hin ist. Unser Dungeon Lord ist auch schon. Der Patrouille ging zu Boden. Die Kreaturen der Horde jubelten. Genau, und befreiten nebenbei die Naga. Diese schloss sich dem ultimativen Bösen mit Freude an.
Das nach neuen Einheiten dürstende Böse schickte seine Kreaturen weiter voran in die Richtung, in der das Lager der Nagas liegen musste. Die Nagas kämpften weiterhin gegen die Allianz, um ihren unheiligen Tempel zu befreien. Würde das ultimative Böse ihnen dabei helfen, diesen zu erobern, war ihm ihre Unterstützung sicher. Da sich das formidabel mit der geplanten Rache an Kroitos kombinieren ließ, stand dem nichts im Wege. Ja, aber erstmal sammeln wir unsere Truppen, bevor wir hier den großen Alarmbolzen hauen. So, die Schnodderlinge machen da schön weiter. Genug zu tun, oder? Ja, haben sie. Haben sie. Kriegen sie. Haben sie. Siehst du, guckst du, siehst du, haben sie. Haben sie's. So. So, das heißt, hier hätten wir jetzt die ganze Truppe beisammen. Tschüss, Hasi. Komm, versohlt den Bären den Arsch. Die herannahende Horde schreckte einige Tiere auf. Abendessen. Genau, Abendessen. So, und jetzt den letzten. Damit ist dann auch das Glücksbärchen weg, beziehungsweise ist es ein Pechbärchen, weil es das Fell für uns lassen muss. Der kleine Stinker. Die Horde hatte die Bären mühelos besiegt und ihre Vorräte an Bärenfleisch aufgestockt. Allerdings war Bärenfleisch keine Ressource im Spiel, sodass dies völlig irrelevant war. Ja, wir lassen sie erstmal heilen. Sieht ja doch schon ganz gut aus. Oh, wenn die nicht über das Gold liegen lassen würden, die Vollpfosten. Zahltag. Ja, und die außerhalb des Spiels kriegen wenigstens das Geld so, ohne dass sie sich bewegen. Das hat schon mal einen Vorteil. So, hier haben wir schon Tür und Tor. Fallen. Werkzeugkisten können da alle hin, das sieht gut aus.